Willkommen zu Frequent Traveler TV, die zweite Sendung heute. Mein Mittwoch aber an einem, ja, ein Mittwoch in Los Angeles. Hurra! Das ist aber jetzt eigentlich der Content von letzten Samstag aus Gründen der Krankheit. Ihr hört's, also ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich will euch trotzdem die Infos geben. Habe ich eine frisch gepresste Folge mit Themen, die etwas älter sind, aber trotzdem nicht desto weniger wichtig sind und benutzt werden sollten. Heißt also, Thema 1, Qatar Airways, die haben im Moment ein Tier-Upgrade und Q-Points kaufen, Promotion laufen. Die haben Hyatt, Hyatt hat die SLH-Partnerschaft, die endet. Dann haben wir Chase Ultimate-Punkte. Ich bin gerade in Los Angeles und bin dabei natürlich mit Chase unterwegs, einer meiner Lieblingsbanken. Und war auch mit Kunden da. Die haben jetzt eine Option, wie man Punkte rüberrubbeln kann zu KLM Air France. Also wie gesagt, für euch auch eine Möglichkeit, Punkte zu sammeln für Fluggesellschaften, für die ihr normalerweise keine Punkte in Deutschland bekommt. Aber amerikanische Kreditkarten sind halt wirklich der Zukunftsmarkt in meinen Augen. Und da kommen wir auch schon zum letzten Thema. Revolut, die Party ist vorbei. Das ist gegessen, die Messe ist gelesen. Das geht nicht mehr, gilt für die Miles & More Kreditkarte, gilt aber auch für die Hilton-Karte. Und es gibt eine Alternative zu Revolut, aber ich werde das mit Johannes besprechen. Johannes ist unser Spezialist dafür bei Frequent Traveler Circle. Johannes ist in Singapur und er hat da so einige Insights. Wir werden morgen die Sendung aufnehmen, übermorgen, am Freitag werden wir sie aufnehmen. Heißt also Los Angeles Zeit abends. Kann klappen, dass ich das innerhalb samstags hochlade, aber ich habe in Palm Springs wieder das Hotel, wo das Internet lahm ist und das ist leider, leider, leider schwierig. Aber lasst uns anfangen mit den frisch gepressten Themen. Und zwar ist es so, dass Qatar Airways dort jetzt ein Upgrade durchführt. Das heißt also, dass man Meilen kaufen kann. Und zwar ist das so, warte, jetzt muss ich die Uhrzeit richtig machen, 2:04, falls jemand das nachher guckt. Und zwar ist es so, dass man eine Q-Points-Aktion hat, wo man die kaufen kann mit 40% Rabatt, um den jetzigen Status zu behalten. Heißt also, man kann, wenn man Burgundi-Status hat, 100 Q-Points kaufen und dann upgraden zu Silber. Man kann Silber mit 200 Q-Points dazu kaufen und damit den Upgrade zu Gold machen. Wenn man Gold ist, kann man 400 Q-Points, um abzugraden, zu Platinum kaufen. Also das geht wirklich wunderbar. Silver ist ein One World Ruby, Gold ist ein One World Sapphire und natürlich der Platinum ist der Emerald, wo man 600 Punkte eigentlich braucht innerhalb von 12 Monaten, nur damit ihr da seht, wie viele Punkte ihr kaufen könnt. Wichtig an dieser Stelle ist auch, mein Status ist jetzt auch wieder verlängert worden, komischerweise. Damit ist es so, dass die Status alle bis Märzende gelten. Also das heißt, ich habe noch ein paar Tage. Und dann ist es so, dass man wahrscheinlich guckt, dass man mit den IAG-Programmen zusammenkommen möchte. Heißt also, dass die zum Beispiel die Laufzeiten hat wie bei British Airways und so weiter, also Iberia, Aer Lingus und so weiter, ihr wisst das ja. Und da ist einiges im Busch. Auch mit Finnair ist es halt so, dass man da mit Avios jetzt umgestellt hat. Im Moment sagt Finnair, nee, nee, wir sind da nur mit Währung. Aber auch da sehe ich in der Zukunft bei Finnair das so, dass die sich da anpassen werden. Und dass man da dann halt die Laufzeiten optimiert in der Richtung, dass man dann alles in der IAG-Gruppe oder in Avios zusammenlaufen lässt. Vielleicht ist das auch der Versuch, dass man eine einzige Währung durchsetzen kann bei der One World, was ich persönlich gar nicht so verkehrt finde. Finnair öffnet übrigens die Option ja erst im Frühjahr. Finnland ist gerade immer noch ein bisschen Eis und Schnee. Ich bin eine Woche nicht mehr da, oder? Nee, ich bin 5 Tage nicht da. Aber 5 Tage bin ich nicht da. Also Schnee ist im Rückgang. Also Frühling in Finnland kann kommen. Heißt also auch, dass die Umtauschaktion von Qatar in British Airways und von British Airways dann zu Finnair funktioniert. Oder dann halt Finnair zu British und dann dahin, wo man es hinhaben will. Ist halt nur doof, dass man halt bei überall ein Konto haben will, dass es nicht ein zentrales Avios-Konto gibt. Das hatte bei einem Kunden auch dazu geführt, dass er die Konten angezeigt gekriegt hat, auch die Summe, aber irgendwie war das nicht verbucht und das gab dann mehr Heckmeck als alles
anderen. Was auch Heckmeck gibt bei dem einen oder anderen, das ist Hyatt. Und zwar haben wir eigentlich zwei Nachrichten. Einmal die eine Nachricht ist, dass SLH rausgeht aus diesem Hyatt-Verbund. Und das Datum ist wirklich Ende Mai oder beziehungsweise 15. Mai, Mitte Mai, muss man sagen. Und das ist halt schade für die Leute, die gebucht haben. Vor allem, wenn man auf Raten gebucht hat, die nicht stornierbar sind. Heißt also, ihr kriegt keine reziproken Leistungen mehr. Das ist halt bei solchen Sachen immer doof. Und ich hatte auch mit einem Kunden versucht, die Buchung zu stornieren, aber die machen sich da bei SLH, weil es halt eigene Hotels und einzelne Hotels sind, die machen da einfach einen Schlangenfuß und sagen, ist nicht. Und das muss man dann natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass das eine uncoole Geschichte ist. Ich würde da den Kunden natürlich immer wieder die Möglichkeit geben, das zu stornieren als Sonderkündigungsrecht, weil man, wenn man den Statusvorteil ja nicht hat, warum soll man das dann machen? Zumal ja auch bei Hyatt ehrlicherweise die Zimmer ja auch teurer waren, als wenn man sie über SLH direkt gekauft hat. Nur so als Randbemerkung. Und wenn die natürlich da bei Hilton die hat, kann eventuell versuchen, mit seinem Hilton-Status dann was zu werden, dass er da dann einen Vorteil hat, obwohl er es bei Hyatt gebucht hat. Eventuell ein smarter Weg. Und ich bin mal gespannt, was auch bei Mr. und Mrs. Smith passiert. Schon meine Nase läuft wieder. Aber es ist auf jeden Fall so, was man da macht. Also ich bin da gespannt, wann die in Hyatt integriert werden, Mr. und Mrs. Smith, weil da sind schon einige tolle Properties dabei. Und ich bin mal gespannt. Allerdings ist bei Mr. und Mrs. Smith natürlich die Qualität so ein bisschen fluktuierender. Deshalb haben sie auch zu IAG besser gepasst, aber das ist jetzt nur meine böse Zunge. Ihr wisst ja, ihr wisst ja. So, und dann haben wir jetzt etwas aus dem Bereich Amerika. Und zwar in Amerika ist das ja so, dass wenn ihr eine Kreditkarte öffnet bei Chase, dann gibt es für 8.000 Dollar zum Beispiel Umsatz 100.000 Punkte. Diese 100.000 Punkte könnt ihr eins zu eins zu Hyatt wechseln. Dann sind das 100.000 Hyatt-Punkte. Ich übernachte zum Beispiel hier heute zwar auf Euro-Rate oder Dollar-Rate, 112 Euro, glaube ich, 130 Dollar mit Steuern, aber auch eine FT-Circle-Rate. Aber wenn man die Punkte dafür nehmen würde, hätte sich das nicht gelohnt. Aber dafür habe ich jetzt einfach am Springs zum Beispiel was gebucht. Und zwar, da wäre die Nacht bei 600 Dollar und ich habe nur 15.000 Punkte bezahlt. Also das heißt, 1.200 für 30.000 Punkte, da kannst du nicht meckern. Das Hotel hat so seine Spezialprobleme, Internet lahm und so weiter. Ihr wisst ja, hatte ich ja alles gesagt. Aber am Ende des Tages ist Palm Springs geil und ich habe leider zu spät gebucht. Werde mit meiner Mutter wahrscheinlich dahin fahren und dann auch auf das Festival gehen. Und deshalb seht ihr, wie wertvoll diese Ultimate Rewards Points sind. Wenn man jetzt hingeht und sagt, hey, ich habe mit Hyatt nichts am Hut, die kann man aber auch zum Beispiel zu KLM Air France rüberschieben. Und im Moment haben sie eine Promotion mit 25% Bonus bis zum 30. April 2024. Und dieser Bonus ist halt so, wenn man die Punkte zwischen dem 15. März, was ihr jetzt war, und bis zum 30. April transferiert, dann bekommt man halt 15% mehr. Und dieser Boost ist natürlich relativ cool, wenn man das überlegt. Heißt also, man kann natürlich sagen, dass man dort die Punkte halt dann auch in seiner, wenn man ein Flying Blue Fan ist, in seiner Welt weiter verballern kann und da halt nicht mit Hyatt festlegt. Und ihr seht damit halt wirklich auch, wie die Flexibilität der amerikanischen Kreditkarten ist. Und da muss man halt wirklich sagen, ich persönlich, ich mache nur noch amerikanische Kreditkarten. Ich nutze die anderen, die ich habe, gar nicht mehr, weil die Punkte-Ratios teilweise relativ Banane sind. Aber wie gesagt, sprecht mich gerne drauf an. Denn ein Thema, was auch hier sehr schade ist, ist halt wirklich Miles and More. Da ist halt Schluss mit lustig. Und da kann man halt ehrlicherweise auch sagen, dass dieses Schluss mit lustig natürlich auch ein Riesenproblem ist, weil man natürlich damit dann schon Meilen generiert hat zu Konditionen, die halt clever waren. 100.000 Punkte, ehrlicherweise, hat ein Kunde bei mir immer pro Jahr, sag ich schon, pro Monat gemacht. Dann wisst ihr, welche Summe er rübergezogen hat, einfach nur für nichts. Und das Geld aufladen war halt geil. Aber es ist halt jetzt wirklich so, das ist, weil man sagt, dass man natürlich bei diesen Dienstleistern
eigentlich zu oft den heiligen Gral des Meilensammels hat, heißt also kein Geld ausgeben, aber trotzdem Meilen bekommen. Und es haben halt zu viele gemacht. Und damit hat die DKB gesagt, das ist vorbei. Und damit muss man halt wirklich schauen. Und für einige ist es natürlich so, dass sie sagen, die Lufthansa-Meistermau-Kreditkarte wird natürlich uninteressanter. Aber auch natürlich für die Hilton-Karte, um die 20k zu schubbern, ohne was zu machen. Auch hier natürlich wieder, ihr merkt meine Nase immer zu, aber da kann man nur eine lange Nase machen. Und das ist natürlich schade für alle die, die halt jetzt davon getroffen worden sind. Das war ja am 15. März, wenn ich das richtig noch habe, genau. Da sollte ja auch die Sendung sein, aber ihr seht, was natürlich problematisch ist. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt weiterkommt, weil irgendwann kann man natürlich auch sagen, ja, wenn die DKB-Geschichte ist, vielleicht macht die Deutsche Bank wieder. Vielleicht braucht die Deutsche Bank wieder, bis sie lernt. Oder sie sagen einfach, nee, wir machen das und wir lassen es erstmal gehen, eine Zeit lang. Aber ich bin da etwas gespannt wie ein Flitzebogen, um ehrlich zu sein, weil man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass die Freunde bei der Deutsche Bank auch nicht doof sind. Aber ihr könnt natürlich hier jetzt die Frage des Tages beantworten. Wie seht ihr das Ende von der Revolut bei der DKB? Das heißt also, dass sie die Karten nicht mehr aufladen können. Findet ihr es schade, dass die keine Warnung gegeben haben? Oder was ist da eure Reaktion? Man könnte natürlich jetzt hingehen und sagen, Curve, aber das ist jetzt so die Alternative, die man da auf den Markt werfen kann. Aber man muss dann auf der Ehrlichkeit halber sagen, ja, Curve mit Diners Club, das ist ja vielleicht für die Österreicher eine coole Geschichte. Aber für uns ist das eher so ein Curveball und nicht so prickelnd. Aber es gibt vom Johannes da so zwei, drei Strategien, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar, wenn wir die Sendung übermorgen aufnehmen, wir mussten es leider verschieben wegen meiner Nase. Sorry nochmal dafür. Deshalb, die Sendung ist jetzt wieder am Schluss. Halte hier kaum durch. Wir haben aber wieder über 12 Minuten. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ich freue mich wieder von euch zu hören. Ich mache hier einfach mal den Abspann und denkt dran, eine Kanalmitgliedschaft hilft auch mir. Also, bis dann, danke, ciao.